Gentlemen. So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein neues FAQ. Ich habe wieder ein Bild rausgehauen auf Instagram, wo ihr mir Fragen in den Kommentaren stellen solltet. Und ja, sind ein paar zusammengekommen und dann schauen wir mal, was da so gefragt wurde. So, die erste Frage ist von Sweat for my Orbi. Hast du einen Scuff? Nein, habe ich nicht, leider. Ich würde zwar gern mal einen austesten oder einen haben, aber ich habe leider keinen. Der ganz normale Standard-Controller geht auch. Dann XBlueLine fragt, wie kamst du auf YouTube? Das habe ich schon mal in einem anderen FAQ beantwortet, Leute. Und ja, genau. Dann zieht ihr das einfach rein. BlueLine, genau. Und dann passt es. Dann Vetrix YouTube fragt, bist du auf der Gamescom? Nein, ich bin leider nicht auf der Gamescom, ich wohne ein bisschen zu weit weg und da ich noch nicht selber Auto fahren kann oder so, komme ich da leider nicht hin. Ich wäre aber so gerne mal dabei bei der ganzen Sache. Irgendwann komme ich da auf jeden Fall hin und ja, habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf auf die Gamescom mal. Dann Erfahren Jägern E12 fragt, hattest du Angst, als du mit YouTube angefangen hast? Nein, hatte ich nicht. Wieso sollte ich da Angst haben? Ich habe es einfach gemacht, habe mir gedacht, Alter, Freestyle. Ich habe es einfach gemacht, hab mir gedacht, dass einfach auf die Meinung von anderen zu kacken, ob die es scheiße finden oder nicht. Und dann haben wir einfach das gemacht, was mir so Spaß gemacht hat und wo ich Bock drauf hatte. Dann Noah1001 fragt, magst du Döner und spielst du Fußball? Döner auf jeden Fall, Alter. Döner ist auf jeden Fall richtig geil und Fußball spiele ich auch, aber zurzeit habe ich einfach keine Zeit mehr. Und ja, da ich so viel arbeiten gehe, gestern am Donnerstag war ich schon wieder arbeiten, Freitag, nächsten Montag gleich wieder und ja, dann Zeitung austragen tue ich auch noch. Genau, das mache ich auch Dienstag, Mittwoch auch noch. Und da habe ich leider nicht so viel Zeit, Leute. Ihr habt doch gesehen, jetzt kam leider wieder, ich glaube, 3 Tage nichts oder 4. Scheiße, Mann. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jeden zweiten Tag ein Video rauszuhauen, aber es wird einfach nichts. Und Fußball habe ich da noch weniger Zeit, weil ich gehe auch ins Fitness. Genau. Dann Hallambade fragt, versuchst du eine Nuklear in der Beta von BO3 zu machen oder chillst du? Oder holst du dir überhaupt eine PS4? Ja, also, BO3 kommt ja leider nicht, die Beta auf PS3, aber das eigentliche Game kommt dann auf PS3. Wurde ja jetzt bestätigt. Übelst nice, Leute. Übelst geil, Mann. Und da werde ich auf jeden Fall sofort auf eine Nuklear gehen, Mann. Und richtig nice, Mann. Da schwitze ich mir auf jeden Fall wieder den Arsch voll. Das ist schon mal sicher. Und eine PS4 hole ich mir nicht, weil die kostet mir zu viel und ich spare auf was anderes, Leute. Genau. Dann der Snipergott fragt, was war das Beste, was du gemacht hast? Also, ich weiß jetzt nicht, was du meinst genau. Am besten schreibe ich die Frage nochmal ins nächste FAQ oder unter das nächste Bild, wo ich dann sage, dass ihr mir wieder Fragen stellen sollt. Und dann fragst bitte konkreter. Dann Erfan Jägern E fragt nochmal, hast du PS4 oder Xbox One? Ich habe nichts von beiden. Fab TRX fragt, warum so hässlich? Ja, Digga, sorry. Dann der Jani 200091 fragt, was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du mit YouTube angefangen hast und unterstützen sie dich? Ja, also sie haben eigentlich gar nichts dazu gesagt. Sie haben gesagt, ja, mach dein Ding einfach und dann schauen wir halt, was dabei rumkommt. Dann, das ist Leonie fragt, was findest du besser, PS3 oder PS3, PS4 oder Xbox? Leute, klarer Fall, oder? Dann Marco Erk 81 fragt, wo wohnst du? Ja, Digga, sorry, Mann.
Aber das sage ich dir natürlich jetzt nicht. Nein, kleiner Spaß, Leute. Ich wohne in Kempten, Leute, ist im Allgäu. Bisschen weit weg auch, wahrscheinlich von euch allen. Aber das Bittere ist, dass irgendein größerer YouTuber nicht einmal ein Abo-Treff mal irgendwo im Süden von Deutschland macht, sondern immer irgendwo da oben. Das ist so behindert. Aber was soll man machen? Und dann Amar45 fragt, was ist dein Lieblingsgame? Ist, glaube ich, eine klare Sache, Leute. Und zwar Black Ops 2 natürlich. Momentan. Hoffe ich, euch hat das FAQ gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ja, und mal schauen, was das nächste Video wird. Mal schauen. Ich überlege mir das immer so am Tag, wenn ich es mache. Und genau, schaut auf Instagram vorbei, wenn ihr mir auch mal Fragen stellen wollt, weil da sage ich das dann immer. Und genau. Genau, haut rein, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ciao.